Schön, dass ihr mal wieder reinguckt. Hier schrauben und basteln wir ja mal rund um den Hühnerstall. Und heute beschäftigen wir uns mal mit einem Thema, was in nächster Zeit ganz stark auf uns zukommen wird. Und zwar ist es ja jetzt schon ungemütlich draußen, herbstlich, schmierig und widerlich. Und jetzt dauert es auch nicht mehr allzu lange, dann haben wir die ersten frostigen Tage. Ja, und ich dachte, bevor der Erste da steht und ihm dann auf einmal einfällt, Mensch, ich brauche ja noch einen Tränkenwärmer, machen wir heute mal ein kleines Tränkenwärmer-Video. Zeige ich euch. So ein ähnliches Thema hatten wir letztes Jahr auch schon mal. Deswegen werde ich euch jetzt mal ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr das so überprüft, was ihr an Material noch da habt. Nämlich, dass wir rechtzeitig gucken, ob unsere Tränkenwärmer auch alle funktionieren, die wir so haben. Dies ist jetzt eine Selbstbaulösung und ich verlinke euch da oben in der Ecke auch irgendwo mal die Playlist Wintertipps, nennt sich die. Da sind viele, viele, viele Tränkenwärmer drin. Aber wenn wir die Dinger brauchen, müssen wir natürlich im Vorfeld klarstellen, dass die auch funktionieren, wenn wir sie brauchen. Also das ist jetzt ein Topfmodell, selbst gebaut. Ich habe mir bei allen meinen selbstgebauten Tränkenwärmern hier unten ein Loch reingebohrt und das mit Heißkleber verschlossen. Dann hat man nämlich gleichzeitig, sage ich mal, so eine Statusanzeige. Ne? Testen wir das Modell mal an. So, es werde Licht, funktioniert, einsatzbereit. So, auch ein selbstgebautes Modell aus einer Gastroschale. In diesem Modell habe ich zwei Birnen verbaut. Das heißt, ich kann im Normalbetrieb eine Birne laufen lassen, die ist hier untergebracht. Und hier habe ich noch eine zweite Birne untergebracht, die ich hier über meinen, ich sage mal, den Booster noch zusätzlich zuschalten kann. Ne? Jede von diesen Birnen, die hier drin sind, haben 15 Watt. Und da gucken wir auch mal kurz. So, Lampe leuchtet. Gut, jetzt schalten wir mal den Booster ein. Boah, wird das Birnchen da drin heller, ne? Ich weiß nicht, ob man das so auf der Kamera sieht. Funktioniert. Also meine Birnen heile. Jetzt hat natürlich nicht jeder Lust und Erfahrung, sage ich mal, sich seine Tränkenwärmer selber zu bauen. Ne? Das Arbeiten mit Strom, das ist ja auch immer so ein bisschen mit Risiko versehen, will ich jetzt nicht sagen. Aber man sollte schon wissen, was man tut oder idealerweise einen Elektriker fragen. Und deswegen habe ich jetzt vom Firma Weidezaun Info nochmal drei neue Tränkenwärmer zugeschickt bekommen. Und die werden wir dieses Jahr natürlich mal im Härtebetrieb testen. Die zeige ich euch auch mal. So, hier haben wir sie mal. 1, 2, 3 Stück. Der große Unterschied von den kaufbaren Versionen, sage ich mal, im Gegensatz zu den Selbstbaumodellen ist, auf jeden Fall bei meinen muss ich dazu sagen, dass diese Tränkenwärmer mittlerweile alle nur noch über 12 oder 24 Volt Spannung funktionieren und nicht wie die anderen Dinger, die ich euch eben gezeigt habe, über 230 Volt. Was natürlich auch eine höhere Sicherheit für unser Geflügel bietet, ne? Sollte da wirklich irgendwie mal, keine Ahnung, eine Ader freiliegen und ein Hühnchen pickt daran rum oder so, dann ist die Stromschlaggefahr zwar auch immer noch da, wenn ich mit 12 oder 24 Volt arbeite, aber eben nicht so heftig, als wenn ich 220 Volt habe. Gut, ich würde sagen, wir packen die mal nacheinander aus und gucken uns die mal an. Ich bin selber gespannt, weil ich hatte von denen selber noch keinen. Einer wird bei mir in den Stall kommen, einer in überdachten Auslauf und dann habe ich noch einen, den schmeißen wir draußen hin, da wo auch das Wasser hinkommt. Da kommen wir gleich zu. Von Voss Farming, 25 cm Durchmesser, 22 Watt, 12 Volt. Packen wir mal aus. So, das ist natürlich auch gleichzeitig ein Unboxing-Video, was ich hier mit euch mache, weil ich hatte von diesen Wärmern selber noch keinen. Und das macht es natürlich interessant. So, was haben wir denn? 25er Durchmesser, wie gesagt. Hier oben gummiert, dass die Tränken nicht so leicht wegrutschen können. Finde ich okay, finde ich gut. Unten drunter Gummifüße, dass der nicht so leicht wegrutschen kann, ist auch okay. Hier steht es nochmal drunter. 22 Watt, 0,2 Ampere, 12 Volt. Also alles sehr übersichtlich das Ganze. Dieser Tränkenwärmer und auch die anderen haben keinen Thermostat. Ne? Da komme ich nachher nochmal zu, aber nicht, dass da irgendwelche Fragen aufkommen. Also hier ist kein Thermostat verbaut. Das heißt, stecke ich sie in Strom, machen sie warm. So, Kabellänge habe ich eben übergemessen, sind 2 Meter. Und dann ist da ein Netzteil bei, was auf 12 Volt runter regelt. Ne? Reinstecken, gut einstecken, läuft. Boah, Eindruck ist gut, diese Gummidinger hier drauf, die gefallen mir. Könnte mal eine Tränke draufstellen. Ne? So, das ist jetzt eine
3 Liter Tränke. Ja, ist tatsächlich Rutschhemd. Ich will nicht sagen stumpf, aber auf jeden Fall Rutschhemd. Und wenn hier natürlich noch ein bisschen Wasser drin ist, ne, dann rutscht das natürlich noch weniger. Gut, die Tränken habe ich mir auch mitkommen lassen. Die finde ich nämlich von der Sache her ganz cool, weil eigentlich sind es nicht nur normale Stülptränken, sondern da sind auch noch Füße bei. Das heißt, benutze ich dieses Ding jetzt nicht im Winterbetrieb, so wie wir es machen werden, habe ich immer noch die Möglichkeit, da Füße unterzumachen. Und dann steht die Tränke natürlich erhöht und es kommt nicht so viel Dreck rein. Das sieht dann praktisch genauso aus. Dies ist jetzt ein 6 Liter Modell. Ne? Kann man die Füße unterklipsen und die kann man hinterher auch wieder abmachen. Also das ist nicht das Problem. Ne? Kann man dran machen, kann man abmachen. Und wenn ich die dann halt im Sommer benutze, habe ich halt so 10 cm, so ungefähr 10 cm Abstand zum Boden. Und da wird da nicht so schnell das Einstreu reingescharrt. Ne? Natürlich kann man diese Tränken auch alle aufhängen. Das bringt einem im Winter natürlich gar nichts, weil wir müssen ja auf unserem Tränkenheizer platzieren, damit das ganze Schoße eisfrei bleibt. So, das können wir dann also alles individuell handhaben, so wie wir das brauchen. Aber mit den Füßen, das finde ich echt eine coole Geschichte. Okay, also von der Sache her, schön stabil, schön verwindungssteif. Boah, sieht gut aus, gefällt mir. Ich bin gespannt, ob der den Winter durchhält. Was heißt durchhält, ne? Es kommt ja auch immer darauf, wie kalt es ist. Und ich gucke gerade, steht hier noch irgendwas drauf, bis wie viel Grad der eisfrei halten soll. Da steht ja eh bei dem wenigsten drauf, aber bei dem einen steht es drauf, deswegen gucke ich da jetzt nach. Steht hier aber nicht, macht nichts. Werden wir sehen. Und weil es ja immer noch akut ist, bis 31.10.2023 bekommt ihr bei weidezaun.info mit dem Gutscheincode JENSMAN10 10% Rabatt in der Rubrik Geflügel und Geflügelhaltung, wo natürlich auch die Tränkenhalter mit drin sind. So, dann kommen wir mal zum nächsten Modell. Den habe ich mir ausgesucht, sage ich mal, weil der nämlich verstellbare Füßchen dran hat, mit denen die Tränke, die man da drauf stellt, nicht verrutschen kann. Dieses wird auch das Modell sein, was ich bei mir in Stall stelle. Da stelle ich ja jetzt seit Jahren keine normalen Stülptränken mehr hin, sondern ich stelle da nur so Auflaufformen hin aus Keramik, weil die eben schwerer sind und weil es schon öfter vorgekommen ist, dass die Hühnchen, wenn die im Stall so ein bisschen Attacke machen, die ganze Schose von dem Tränkenwärmer schubsen, das ganze Wasser dann im Stall liegt. Das braucht ja keiner. So, packen wir mal aus hier. Sodele. Made in Holland. Steht drauf. Gut, also der hier hat 20 Watt, 24 Volt. Gut, was fällt mir auf? Also, das Kabel ist ein bisschen dünner wie bei dem anderen, hat nicht unbedingt was zu sagen. Wir haben wieder 3 Füße, mit denen das ganze Gerät ein bisschen erhöht steht. Das ist ein bisschen kippeliger als der letzte. Die andere Seite ist natürlich, wenn die Tränke hier drauf steht, sollte da ja nichts passieren. Ne, die steht ja dann in der Mitte. Ja, und außerdem wird man die Tränkenwärmer ja eh so groß, dass die Tränke gerade draufsteht. Also hat das Huhn eigentlich keine Chance, hier drauf zu treten und das Ding zum Kippeln zu bringen. Ja, das wird in der Praxistest zeigen. Ich stelle euch die Dinger jetzt erstmal vor und dann machen wir denn so nach dem Winter oder in der Mitte des Winters machen wir da nochmal so ein kleines Update, was sich bewährt hat und was nicht. Gut, Kabellänge, mal eben nachgemessen, es steht nämlich nirgends. Kabellänge sind auch hier 2 Meter. Und das Netzteil ist ähnlich wie bei dem Modell eben, mit dem Unterschied, dass das hier halt ein 24 Volt Netzteil ist und das andere war ein 12 Volt Netzteil. Ne? Einmal einstecken und dann ist gut. Jo, jetzt machen wir hier nochmal die Schiebedinger drauf. Na, das gefällt mir richtig gut. Ich habe mich eben schon gefragt, wofür dieser schwarze Nupsi ist. Aber diese gelben Schiebedinger, die haben unten Einsparungen. Das heißt, ich kann den hier mehr oder weniger
reinschieben und der rastet dann ein, was natürlich total klasse ist, damit die Tränke nicht runterkippen. Ne? Ja, also da rutscht jetzt nichts mehr. Ne? Das ist mir nach wie vor ein bisschen kippelig, aber das, wie gesagt, der Praxistest wird es zeigen. Das ist das Modell für den Stall und ich stelle da jetzt mal meine Auflaufform drauf, die ich da sonst immer habe. Boah, da ist er, die ist von der Sache her schon schön schwer. Ne? Und wenn ich die hier, ja, die passt sogar genau in das Maß von der Tränke. Ja, das finde ich richtig gut. Ne? Das finde ich gut, das hat einen stabilen Eindruck oder macht einen stabilen Eindruck, wie gesagt, das ist noch ein bisschen kippelig, da bin ich noch nicht ganz so sicher. Die hätten diese blöden Füße einfach ein Stückchen weiter nach außen sitzen sollen, ne? Dann wäre das Problem mit dem Kippeln weg gewesen, aber jetzt ist es halt so, wie es ist. Und wir testen das, Update kommt. Wenn ihr eine Stülptränke habt, ne? Also ich kann euch nicht raten, die ganze Geschichte so einzustellen, dass die Stülptränke über den Rand des Heizers raussteht. So wie das hier jetzt praktisch der Fall ist. Sieht man das hier jetzt irgendwo? So. Weil dieses ist natürlich das Teil, was den Boden berührt. Und das hängt ja hier, also bei dieser Methode, wenn ich eine zu große Tränke nehme, hängt das in der Luft. Und da diese Tränkenwärmer erfahrungsgemäß in dem Bereich ein Heizdraht haben, dass sie gerade da die Tränke erwärmen, wo die Auflagefläche ist, könnte das bei einer zu großen Tränke nicht wirklich gut funktionieren. Vielleicht auch gar nicht. Also der Tränkenwärmer soll jetzt nicht exorbitant groß sein, aber er soll auf gar keinen Fall kleiner sein als die Tränke, die ihr da drauf stellt. Ne? Das könnt ihr euch mal so im Hinterkopf bewahren, wenn ihr euch denn mal einen ordern wollt. Was natürlich im Umkehrschluss auch heißt, ich muss erstmal wissen, was ich für eine Tränke für den Winter nehme, bevor ich mir dazu den passenden oder einigermaßen passenden Tränkenwärmer bestelle. Gut, also Fazit nach der ersten Begutachtung. Die Schiebedinger sind klasse, gefällt mir gut, aber er ist mir persönlich zu kippelig. Ja, nochmal so ein Vergleich, das ist genau das, was ich eben meinte. Hätten die diese Füße hier ein Stückchen weiter nach außen gesetzt, ne, dann würde der auch nicht so kippeln. Aber der hier, der kippelt so gar nicht. Dadurch, dass die drei Füße haben, sind die natürlich alle einen kleinen Tuck kippelig. Aber halt, je näher die Füße zusammenstehen, desto schneller kippeln sie halt. Also der ist auf jeden Fall standfester wie der hier. Gut, dann gucken wir uns mal Modell 3 an. So, und so ganz nebenbei werden wir unserer kleinen Erna mal wieder die Augen freischneiden. Ne, hält auch super still hier das kleine Hühnchen. Ja, das ist eh eine Süße. Mache ich auch nochmal. Nun, komm mal her, mein Schatz. Wurde, Modell 3 von Kerbel packen wir mal aus. Ist ein. Ach, ey. Gummimattenwärmer und so ein Gummimattenwärmer, der hat halt den Vorteil, dass er relativ ebenerdig ist, sage ich mal, weil die Dinger ja total flach sind. Ne? Und sie sind natürlich sehr rutschfest, dadurch, dass es Gummi ist. Gut, sowas ähnliches in der Art habe ich schon mal gehabt, allerdings mit 220 Volt. Dieser Gummimattenwärmer hat 24 Volt und 18 Watt Lastaufnahme. Und den werde ich draußen im Auslauf postieren, und zwar unter freiem Himmel, weil dieses Gerät nämlich die Schutzklasse IPX7 hat. Und IPX7 bedeutet, elektrische Geräte der Schutzklasse IPX7 sind gegen das Eindringen vom Wasser beim kompletten Eintauchen für eine begrenzte Zeit geschützt, nicht aber für ein dauerndes Untertauchen. Das heißt also, wenn dieses Ding draußen im Auslauf steht und wird mal nass geregnet und das Wasser regnet denn oder läuft denn zur Seite weg, dann sollte das eigentlich nichts machen. Und weil wir das ja wissen wollen, testen wir es. So, Kabellänge bei diesem Schätzchen 1,80 Meter. Die anderen hatten 2 Meter, der hier hat 1,80 Meter. Und er ist von den dreien auch der teuerste, muss ich sagen, was wahrscheinlich auch mit der Schutzklasse zusammenhängt.
So, hier ist das passende Netzteil dazu. Und dieses Netzteil, das hat natürlich nicht Schutzklasse IPX7. Ne? Also das müsst ihr schon so postieren, dass da kein Regen drankommt. Das ist ja bei allen stromführenden Sachen, sage ich mal so. Ne? Oder zumindest da, wo eine Steckdose dran ist. Aber, oh, gucke. Da kann man hier auch noch einstecken und einrasten. Ja, da ist also wie so ein kleiner Bajonettverschluss hier, wo man den Stecker reinsteckt. Boah, ich weiß jetzt nicht, ob man den drehen kann oder nicht. Ja, so ein bisschen kann man den drehen und dann kann man den auch nicht so leicht auseinanderziehen. Oh, kann man sogar reichlich drehen, dann kann man den gar nicht auseinanderziehen. Ja, das ist natürlich cool, ne? Wenn da mal ein Hühnchen beim Kabel hängen bleibt und reißt da so ein bisschen dran rum, dann geht der Stecker nicht auseinander. Ja, das ist doch ganz cool. Und in der Bedienungsanleitung von diesem Ding steht auch drin, bla bla, die Heizplatte kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden und ermöglicht die Wärmehaltung von Tieren sowie die Erwärmung unterschiedlicher Materialien. Also wenn ihr da keine Tränke drauf setzt, könnte es passieren, dass sich ein Hühnchen drauf setzt und sich den Popo wärmt. Oder so. Oder man könnte da auch ins Nest legen. Also die Möglichkeiten sind da vielfältig, aber ich werde ihn natürlich jetzt als Tränkenwärmer benutzen. Und dann gucken wir mal, was geht. So, jetzt haben diese drei Tränkenwärmer, die ich euch eben gezeigt habe, die haben kein Thermostat. Was, sage ich mal, bei einer Stromaufnahme von 18, 20, 25 Watt jetzt auch nicht unbedingt kriegsentscheidend ist, ne? Weil wenn man Strom bei sich am Stall hat, ja, das muss jetzt jeder selber wissen. Also wer da noch einen Euro im Winter sparen möchte, indem er sich nachträglich einen Thermostat hinbaut, wollte ich euch mal zeigen. Das sind jetzt Dinger. Also die sehen jetzt auch natürlich so ein bisschen dreckig aus, weil die natürlich auch im Gebrauch sind. Ne? Es gibt da so ein paar lustige Sachen. Dieses hier ist ein Temperaturregler von Inkbird. Den habe ich jetzt seit 4 oder 5 Jahren im Stall und zwar immer über den Winter. Das heißt, wird es in meinem Stall kälter wie 0 Grad, schaltet der die Zusatzheizung an. Kann man natürlich auch sagen, wenn es kälter wird wie 1 Grad oder 2 Grad, schaltest du mir den Tränkenwärmer ein. Ne? Kann man machen, sind zwei Steckdosen dran, kann man praktisch zwei Tränkenwärmer mit verbinden. Verlinke ich euch mal unten, ist aber nicht billig das Ding, aber ist gut. Ne? Meine Qualität kostet im Allgemeinen ja meistens Geld. Eine Alternative dazu ist dieses Ding, nennt sich Temperature Controller. Erfüllt denselben Zweck, ist nicht so gut verarbeitet, ist auch so ein Fühler bei, den man dann postieren kann, wo man möchte. Und der macht genau das Gleiche. Also wenn die Temperatur unter einen von euch eingestellten Wert sinkt, ich würde empfehlen, nicht niedriger wie plus 2 Grad, weil so ein Tränkenwärmer, dadurch, dass der so eine geringe Lastaufnahme oder so eine geringe Stromaufnahme hat, den schaltet ihr ja nicht ein und der ist warm. Die Dinger, die brauchen ein bisschen, so 1-2 Stunden sind da so der Regelfall. Also sollte er lieber ein bisschen eher anspringen als zu spät. Den kann man natürlich auch nehmen, verlinke ich euch unten auch mal. Und letztendlich kann man da jede Temperatursteuerung nehmen, die man möchte, wenn man es denn nutzen möchte. Wie gesagt, also wir reden jetzt hier nicht über 20 Euro, die ihr im Winter da mehr an Stromkosten habt, wenn dieses Ding an eins durchläuft. So, ich habe die Geräte jetzt mal alle drei eingesteckt hier. Und weder am Netzteil noch an den Geräten selbst sind irgendwelche Betriebszustandsanzeigen. Das hört sich jetzt total wichtig an. Aber eigentlich wollte ich damit sagen, da ist jetzt also nirgends eine LED dran, die leuchtet, dass man sehen kann, dass dieses Ding mit Strom versorgt wird oder nicht. Weder oben noch unten. Ja, ich meine, okay, bei dem Gummiding sowieso nicht. Bei den beiden hier auch nicht. Ob man sowas jetzt unbedingt braucht. Also bei meinen Selbstbaumodellen mache ich es ganz gerne, aber da nehme ich ja dann wie gesagt keine extra LED, sondern ich bohre ein Loch ins Gehäuse und dann sehe ich, ob die Lampe da drin leuchtet oder nicht. Hier ist keine Lampe drin. Hier werden diese Heizdrähte drin sein. Oh, bei dem hier merke ich tatsächlich schon, dass er warm wird. Obwohl ich ihn eben gerade erst eingesteckt habe. Ja, das können wir ja mal machen. Ich lasse die Dinger jetzt mal eine Zeit lang liegen und dann gucken wir mal, ob wir da schon irgendwie was spüren, so nach einer Stunde. Testen wir mal. So, eine Stunde wollte ich jetzt nicht warten. Das ist jetzt eine halbe Stunde her. Also der hier wird jetzt schön muckelig warm. Ja, Ast rein. Der hier auch. Ja, hat auch eine schöne, große, warme Fläche, muss man sagen. Oh, der ist eigentlich vollflächig warm. Das ist auch cool. Der hier ist
mehr im äußeren Bereich warm. Ne? Das passt zu dem, was ich euch vorhin gesagt habe. Da, wo die Tränke draufsteht, da wird denn dieser Rand hier hauptsächlich erwärmt. Aber ich denke, das wird funktionieren. Und dieses Modell hier, ja, der ist eigentlich auch vollflächig schon schön warm. Ja, also auf jeden Fall funktionieren sie alle drei, das steht schon mal fest. Ast rein. So, jetzt sind wir schon mal wieder ein paar Tage weiter. Ihr seht, ich mit Mütze. Es wird immer widerlicher draußen und immer ekeliger. Und deswegen musste ich jetzt erstmal bei den Hühnchen so ein bisschen wieder Plane vormachen. Und das gucken wir uns mal kurz an. So, und weil es ja jetzt schon wieder schmatterig wird und die Hühnchen hier die meiste Zeit untersitzen, gab es erstmal wieder einen Ballen Stroh, ne, der hier auch mit voller Begeisterung auseinandergepflückt wird. Und da hinten habe ich jetzt noch mal eine zusätzliche Sitzmöglichkeit angebracht. Die ist übrigens auch vom Weidezaun-Info. Ne? Wird bislang noch nicht angenommen, aber ich sage mal, der Zeitpunkt, wo die Hennys jetzt größtenteils hier untersitzen, der kommt ja erst noch. Ne, auf jeden Fall können die sich jetzt hier erstmal ein weiches Bett scharren. Und nachher fahre ich auch nochmal los zum Bauern und hole mal ein paar Ballen. Ne? Muss man natürlich auch täglich das vollgekackte Stroh aussortieren, aber das ist ja alles kein Problem. Ja, und auch im Stall hat sich einiges getan. Also, wen haben wir denn hier glucken? Helga gluckt noch. Frieda gluckt jetzt neuerdings. Und Rosi hat jetzt nach 4 oder 5 Wochen aufgehört zu glucken. Das ist toll. So, jetzt habe ich euch eben noch die Inkbird-Regelung gezeigt oder Steuerung. Und jetzt habe ich sie hier bei mir im Stall auch schon wieder angebracht, weil ich nämlich meine Zusatzheizung schon wieder installiert habe. Ne? Das Video verlinke ich euch mal oben in der Ecke, ob man das jetzt braucht oder nicht. Warum ist die Kamera jetzt nicht scharf, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr wollt. Gut, und jetzt habe ich vorhin noch was gesehen. Wir gucken jetzt mal hier ins Nest, weil nämlich vorhin Landzwerg-Henny Verena hier drin gesessen hat und hat ihr zweites Ei gelegt. Wie geil ist das denn, ey? Ein Mini-Ei. Das ist total der Hammer. Ne? Also Verena ist die kleine Braune und die beiden Gescheckten, die legen noch nicht. Aber das ist cool. Na, die Tränkenwärmer werde ich jetzt auch die Tage hinstellen, ne? Weil ich muss nächste Woche ein paar Tage wegfahren, fahre ich wieder nach Süddeutschland auf den Lehrgang. Und sollte es da frieren, ist es ja wichtig, dass die Hühnchen auf jeden Fall frostweiß Wasser kriegen. So, jetzt haben wir hier uns irgendwie die ganze Zeit um die Hühnchen beschäftigt, aber was ist denn eigentlich mit uns? Was ist mit uns Hühnerhaltern, die wir jeden Tag bei den Hühnchen rumlaufen müssen, müssen die sauber machen und. Und da starte ich dieses Jahr mal einen Klamottentest, das ist mal was ganz Neues. Ich habe nämlich überhaupt keine Lust mehr darauf, dass ich permanent, wenn ich draußen rumlaufe, dass ich entweder nasse Füße habe oder kalte Füße habe. Habe ich keinen Bock drauf und deswegen stelle ich euch jetzt mal 2 Paar Stiefel vor. Ne? Ich habe lange, lange geguckt, welche ich mir da kaufe, zeige ich euch. So, jetzt fängt die schlechte Zeit natürlich gerade erst an und das ist jetzt natürlich noch überhaupt nichts Aussagekräftiges, aber ich werde die den Winter über extremstens testen und ich werde euch das mal zeigen. Die sind von Firma, keine Ahnung, Solognac oder was weiß ich was, kommen aus Rumänien und das sind Jagdstiefel. Und ich habe jetzt diese Schuhe gekauft, weil ich, wie gesagt, keine Lust mehr drauf habe, andere nasse und kalte Füße zu haben. Da habe ich 2 Paar von gekauft. Ein Paar ist bei mir im Einsatz mit den Hühnchen, im Wechsel mit ein paar anderen Stiefeln, die ich euch gleich zeige. Und das andere Paar ist mehr oder weniger jeden oder jeden zweiten Tag mit den Hunden unterwegs im Wald. Also, ich habe die Dinger jetzt knapp 4 Wochen. Wie gesagt, einen Langzeittest kann ich euch nicht geben. Aber ich kann euch sagen, bislang sind die Dinger absolut wasserfest. Damit meine ich jetzt nicht wasserabweisend. Also die werden auch so beworben, dass die wasserdicht, also nicht nur wasserfest sind, sondern die sind wasserdicht. Und bislang habe weder ich bei den Hühnern im nassen Gras noch meine Madame
im Wald, in irgendwelchen Matschkuhlen, in diesen Dingern nasse Füße gekriegt. Ganz wichtig ist, dass ihr wisst, dass ich die hier selber bezahlt habe. Ne? Das ist jetzt auch, weiß ich nicht, ob das jetzt indirekte Werbung ist. Ich zeige euch die Nummer und nach dem Winter kann ich euch da natürlich mehr zu sagen. So, und wie es der Teufel so will, ich hatte kaum diese Stiefel gekauft und wie gesagt, wir haben die schon mal so ein bisschen getestet. Also bislang sind die wasserdicht und man hat auch warme Füße drin. Das ist bislang wunderbar. Schreibt mich Firma Hisea an. Ne? Die haben gesagt, Mensch, wir haben hier Arbeitsstiefel. Willst du nicht mal ein paar Arbeitsstiefel für deinen YouTube-Kanal? Okay, also die Stiefel, die ich euch jetzt zeige, die habe ich zum Testen über den Winter gesponsert gekriegt. Und weil ich in diesem Fall doch ein bisschen dreist bin, habe ich zu denen gesagt, Leute, mit ein paar Stiefeln kann ich nicht viel anfangen. Ich sage, wenn, dann brauche ich zwei. Und zwar eins für mich als starken Einsatz bei den Hühnern und eins für meine Madame, die im Wechsel mit den anderen Stiefeln, so machen wir das aktuell, jeden Tag im Wald mit den Hunden rumläuft. Ne? Und da waren die auch mit einverstanden und deswegen zeige ich euch die jetzt mal. Tada! Hey. Das sind denn wohl meine. Die sind aber schön, ne? Die sind aber schön. Hässlich sind die nicht. Und auch was drin. Also ich hatte die Wahl, mir da zwei Modelle auszusuchen. Einmal ein Herrenmodell und einmal ein Damenmodell. Dieses ist das Herrenmodell, was ich genommen habe. Ne? Ich hatte da jetzt Bock drauf, hier oben noch so ein bisschen Camouflage-Look mitzunehmen. Und diese Stiefel sind nicht ganz günstig. Also die kosten richtig Geld und ich sage ganz ehrlich, ich hätte mir die wahrscheinlich im normalen Leben nicht selber gekauft. Aber das ist jetzt, wie gesagt, leider erst das Ergebnis nach 3 Wochen. Es sind mit Abstand die geilsten Gummistiefel, die ich je gehabt habe. Das Material ist, ja, ich würde sagen, so wie so ein Taucheranzug. So 5 mm Neopren habe ich in der Beschreibung gelesen. Die sind super bequem, die Dinger. Also meine bessere Hälfte, die läuft mit ihren, die zeige ich euch gleich auch nochmal, jeden Tag mehrere Kilometer mit den Hunden. Wie gesagt, in Abwechslung mit den anderen, also mit denen hier. Und gestern hat sie mir gesagt, das hätte ich eigentlich aufnehmen müssen. Sie liebt ihre Gummistiefel. Ja, also damit wir hier mal über Geld reden, so ein paar Gummistiefel kostet ungefähr was zwischen irgendwie so bei 75 Euro rum. Und das ist natürlich verdammt viel Geld für Gummistiefel. Ich habe die jetzt in Größe 44 bestellt. Die fallen einen kleinen Tuck größer aus, was den Vorteil hätte, dass man noch ein paar dicke Socken im Winter einziehen kann. Ne? Aber die halten auf jeden Fall die Füße sehr flauschig warm. Und bislang sind die top. Ne? Kann man nicht anders sagen. So, hier ist auch noch so eine Reflexionslasche zum Anziehen mit bei. Also die sind gut, aber die sind natürlich auch nicht billig. Jetzt zeige ich euch mal die anderen. Bist du aufgeregt? Ja, sehr sogar, sehr, sehr. Ne? Schließlich sind die ja jetzt für mich, ne? Ja. Tada! Oh, wenn die nicht stylisch sind, dann weiß ich alles. So wollte Frau es haben. So, das ist jetzt das Damenmodell, ne? Mit ein bisschen farbig kecker Sohle. Also die Sohle, die ist jetzt... Ich meine, wenn wir jetzt mal den Vergleich nehmen zu den anderen, dieses ist natürlich echt eine grobe Stolle. Ne? Die hier ist jetzt relativ fein und ich hatte da so meine Bedenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich mit den Dingern draußen rumlaufe, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die irgendwie rutschig sind oder so. Ne? Also was sie nicht gut abkönnen, ist, wenn man mit den Dingern auf Fliesen läuft. Da sind die schon ein bisschen glitschig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ich auch schon mal in Schlittern gekommen. Aber so im normalen Betrieb bei den Hühnern, also bei mir halt bei den Hühnern, bei meiner Madame halt im Wald. Sie liebt ihre Gummistiefel. Also ich liebe meine jetzt nicht, aber ich finde auch, sie sind qualitativ sehr gut. Sie sind auch sehr bequem für Gummistiefel. Das muss man auch sagen. Ja, die haben also ein super Fußbett, die Dinger. Wenn sie am Fuß sitzen, sie sind leicht und... also die werden jetzt halt auch den Winter-Langzeittest kriegen, ne? Also testen wir jetzt dieses Jahr die Dinger in doppelter Ausführung. Einmal von mir und einmal von meiner besseren Hälfte. Die Dinger teste ich für euch hier, die Herrenmodelle und die Damenmodelle. Die testet meine Bianca für euch.
So, und ganz ehrlich muss ich sagen, ich hätte jetzt niemals gedacht, dass ich euch hier mal Gummistiefel vorstelle. Aber ey, nach den ersten Wochen sind die Dinger echt gut. Jetzt muss man natürlich gucken, wie lange die halten, ne? Ich meine, so der hohe Preis, der kann sich ja durchaus rechtfertigen, wenn die Dinger halt auch 2 oder 3 Jahre halten. Wird sich zeigen. Genauso wie mit diesen Dingern. Die kosten auch so bei 90 Euro. Ne? Aber ich habe einfach keinen Bock mehr auf nasse Füße. Das ist nun mal so. So, dann denkt dran, jetzt wird es schmierig. Macht euren Hühnchen schön kuschelig. Und zu den Tränken wärmer nochmal. Also wie gesagt, wer die haben möchte, mit dem Gutscheincode JENSMAN10 gibt es bei weidezaum.info 10% Rabatt auf die Rubrik Geflügel und Geflügelhaltung. Und das gilt jetzt nur noch bis 31.10. Ne? Der Gutschein ist ja auch schon ein bisschen älter. Also wer da noch einen Tränkenwärmer braucht, kann zuschlagen, müsst ihr selber wissen. Die drei werde ich, wie gesagt, testen und dann baue ich noch ein Selbstbaumodell mit hin. Der kommt auch draußen in den Regen. Ne? Man muss ja nicht immer nur das Neue nehmen, man kann ja auch mal das Alte verbraten. Und dann hoffe ich, ihr konntet damit ein bisschen was anfangen. Anregungen, Kritik, Wünsche bitte unten in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video. Reingehauen, euer JENSMAN.